Der neue Zehnte zur Finanzierung der Stadtverteidigung. Ja, genau. Und damit würde ich erstmal sagen, moin da draußen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhood. Und dass wir den jetzt erstmal nicht weiter hören müssen, gehen wir erstmal ganz kurz weg. So, da kann er ein bisschen labern, wie er will. Wir hatten uns hier alles geschnappt, ne? Bis auf die Fahne da, ja. Das probiere ich jetzt nochmal aus. Das will ich irgendwie unbedingt schaffen, dass wir hier nicht mehr hin müssen, dass ich das Ding endlich bekomme. Oh, fuck. Fuck, was mache ich denn? Was mache ich denn? Erstmal muss ich doch hier hoch. Oh, ja, 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 ja. So, einmal kurz drehen, einmal kurz, springen. Ich habe gerade mal überlegt, vielleicht unten von der Mauer oder so. Da! Dammit. Er packt ja einfach nirgendwo dran. Ach komm. Naja, okay. Wir schauen mal eben auf die Karte. Wo müssen wir denn hin? Wir sind ja am Rande der Verzweiflung. Taubenschläger haben wir in der Nähe. Da können wir eigentlich mal gleich mit ihm hingehen. Und wir müssen... Bin ich gerade blind? Bin... Hä? Bin ich gerade echt blind? Ich suche jetzt gerade eigentlich die Hauptmission. Ach, da in der Nähe. Da ist okay. Da können wir eben hinlaufen. Aber gehen wir eben hier zum Taubenschlag und dann laufen wir los. Das ist ja kein Thema. Das ist ja kein Thema. Das machen wir eben. Aber der Tauben. Da unten. Da unten ist der Taubenschlag. Da gehen wir eben hin. Ja, dann kriegen wir das easy hin hier. Easy. So, komm her, mein Taubchen. Wir schauen mal ganz kurz, was unsere Leute gemacht haben. Mission erfolgreich. Ein Bankier. Bankier eliminieren. Wurde erfolgreich abgeschlossen. Das hört sich doch gut an. Eine Kutsche verteidigen wurde erfolgreich abgeschlossen. Und Rinaldo Rocca ist jetzt auf Stufe 2 Severitore Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 14 EP. Vittorio Vitelli ist jetzt auf Stufe 2 Severitore Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 15 EP. Und den Sieg stehlen wurde erfolgreich abgeschlossen. Anata Babiri. Ich sage jetzt einfach mal Babiri dazu. Bitte korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich es falsch sage. Ist jetzt auf Stufe 3. Assistente. Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 31 EP. Sehr schön. So, ich würde sagen, Assassin, gucken wir mal ganz kurz nach. Sie hat einen Fähigkeitspunkt frei. Das machen wir natürlich auch wieder hier auf Rüstung. Ich möchte sie auf jeden Fall nicht verlieren. Ich möchte eigentlich keinen verlieren. Deswegen gehe ich bei allen auch immer erst auf Rüstung. Dass wir denen auf jeden Fall schon mal, sie schon mal gut gerüstet sind. Und schauen jetzt mal ganz kurz nach. Mission kann ich nicht machen. Schade. Okay, Aufträge. Gucken wir mal ganz kurz nach. In Florenz haben wir zwei. Nein, das werden wir nicht hinbekommen. Hier haben wir hier eine auf jeden Fall. Schwierigkeitsstufe 1. Status offen. Ja, wählen wir doch mal aus, ne? Komm, nehmen wir hier 100%. Ne? Haben wir direkt. Mission starten, alles klar. Wenn was unter 100% ist, ist das gut. Rom, was haben wir denn da? Ah, Stufe 2 Auftrag. Einmal auswählen. Reicht hier schon. Ah, okay. Sie reicht alleine schon aus. Sehr schön. Dann nehmen wir sie doch mal dafür. Mission starten. Das war jetzt Stufe 2 Auftrag, genau. Das wollte ich jetzt gerade nochmal wissen. Stufe 2 kann sie auf jeden Fall schon mal alleine machen. Das ist gut. Ja, hier haben wir wieder was wir nicht schaffen. Wir können also noch... Ja, was haben wir? Drei Aufträge in Moskau. Oh. Was ist das denn hier? Das kriegen wir auf jeden Fall nicht hin. Stufe 3er Auftrag.
Was ist hier der Unterschied? Ist das hier was? Also das ist auf jeden Fall irgendwie heftig, noch heftiger. Gibt's da Tote? So ungefähr. Wir machen erstmal hier den hier, Stufe 1 Auftrag. Reicht ja wieder einer hier aus, ne? Mission starten. Und dann hätten wir jetzt, können wir noch einen machen, London vielleicht? Alter, London, so übelst heftig. Sieht's hier aus? Ja, hier, guck mal. Stufe 1 Auftrag, sehr schön, machen wir hier, komm, ihn hier, zack. Mission starten, akzeptieren, gut ist. So, sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall noch weitere Rekruten. Ich weiß nicht, vielleicht kümmern wir uns heute mal um ein paar Rekruten. Könnten wir uns eigentlich mal drum kümmern. Haben wir denn irgendwo hier in der Nähe welche, die wir mal eben rekrutieren können? Ich gehe mal... Ich gehe mal ganz kurz durch. Mal eben kurz gucken. Schauen wir doch mal nach. Ob wir hier irgendwo... Hier habe ich halt eine Auftragsattentat nur. Das war Assassin-Turm. Das war Taubenschläge, genau. Hier ist auch nochmal ein Turm. Aber an sich, das war Templar, das war Dingens. Wie heißt er noch? Wie heißt er noch mit K war das doch, ne? Genau, Copernicus, genau. Sonst sehe ich jetzt hier keinen mehr. Vielleicht, wenn wir zum Auftrag, zur eigentlichen Mission hinlaufen. Vielleicht sieht man dann irgendwie auf der Karte noch irgendwo welche rumspazieren. Oh, wir müssen vielleicht mal zur Bank. Wir müssen vielleicht mal zur Bank. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Ah, hier. Ah, das können wir noch nicht aufmachen. Dann müssen wir den Turm noch erobern. Die Ecke, die hier noch ist. Aber dafür sind wir halt derzeit noch nicht fähig genug. Beziehungsweise, ich will ja versuchen, mal so durchzukommen, ohne viel zu kaufen. Beziehungsweise, doch, müssen wir eigentlich. Um mehr Geld zu bekommen, brauchen... Am Ende brauchen wir... oder müssen wir mehr kaufen. Aber teilweise kann ich die ja nicht angreifen. Wahrscheinlich missionsbedingt oder sowas. Ich dachte, der Preis ist heiß. Ich dachte jetzt, der Preis ist heiß. Ne, warte mal, wir haben... Warte mal, wie viel Geld haben wir gerade bekommen? Wie viel Geld haben wir gerade bekommen? Ich habe da gerade so eine Befürchtung, oh Moment, dass wir uns vielleicht das Kolosseum kaufen können. Der sieht gut aus. Ach schade, den habe ich verfehlt. Irgendwie so vom Gefühl her scheine ich gut Geld bekommen zu haben. Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen in Eile. Komm, geh mal da hoch. Ganz kurz auf die Karte. Ich muss mal gucken, wo ist die nächste Bank? Was? Die Kirche wurde... Was weiß ich? Davon wollte ich gar nicht... Ich habe Karte gedrückt. Karte. Karte. Okay. Oh, hier sind aber viele im Umkreis. Da ist eine Bank. Da ist eine Bank, meine Freunde. Was ist das hier nochmal? Mausoleo, genau, das könnte man... Obwohl, ich möchte das Kolosseum zuerst haben. Ich möchte das Kolosseum zuerst haben, ja. Er ist mein großer Traum, ist mein Wunsch, weißt du? Das ist mein Wunsch. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Wir müssen wir da entlang. Ah, scheiß Wachen. So, einmal hier hoch, damit die Wache nicht mehr so guckt. So. Was zum? Warum läufst du davon? Was? Warum läuft er hier hoch? Komm mal her, komm. Am Arsch. Na komm. Einmal runtergehen. Jetzt darf ich ihn auch plündern. Oh, das ist aber eine sehr... naja, schön ist die Position ja nicht. Sieht eher unbequem aus. So, wir hatten hier... Da ist ein Brief. Den schnappen wir uns mal ganz kurz.
Entschuldigung. Ja, aufmerksam werde ich ja hier schon durch. Durch diese scheiß Briefe, die hier verteilt werden von mir. Ganze Steckbriefe. So, wir gehen aber jetzt erstmal zur Bank. Die habe ich ja nicht markiert, deswegen... Da wird es schon sichtbar langsam. Schade, die kann ich nicht beklauen. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich die auch beklauen kann. Die Kurtisanen aber leider nicht. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Ist die Bank... Ah, nicht hier. Hoppala. Ich dachte, das wäre ein Durchgang. Hier auf der anderen Seite der Wand ist die nämlich. Scheint irgendwie so. Oder auch nicht. Ah, da, doch, ist doch ein Durchgang. Ist doch ein Durchgang. Hallöchen. Ich hätte gerne ein bisschen... Investieren könnte ich auch wieder. Wir haben zwar noch nicht so die großen Einnahmen gemacht, aber ich investiere mal trotzdem. Na, wir investieren einfach mal, komm. Wir investieren einfach mal. So, wir haben auch ein bisschen Geld. 42.000 haben wir nur. Nur, ne? Und wir brauchen ja etwas mehr als 46.000. Also ich arbeite auf 47.000 hin. Dann... Ja. Brauchen wir noch ein bisschen Geld. Verteidigung der Bruderschaft. Ah. Sehr schön, das ist die... Wir brauchen einen Taubenschlag. Wir brauchen einen Taubenschlag. Wo ist der nächste Taubenschlag? Da ist der nächste Taubenschlag. Hinter uns. Oh, mit einem kleinen Umweg. Okay. Beziehungsweise, warte mal, wir laufen jetzt. Doch, wir laufen richtig, genau. Ah, hier waren wir schon mal. Da ist der Taubenschlag schon markiert. Ist der oben auf dem Dach? Kurz mal hochgehen. Ganz langsam. Da ist der Taubenschlag. Da will ich hin. Genau, ruf mal das Pferd da oben. Genau, ich habe aus Versehen E gedrückt. So, alles klar. Die Bruderschaft verteidigen wurde erfolgreich abgeschlossen. Hermano Erba ist jetzt auf Stufe 3. Assistente, Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 42 EP. Ja, ich würde sagen, direkt drauf gehen. Direkt mal die Rüstung ein bisschen auch hochwerten. 3 Minuten verfügbar, in einer Minute, in ein paar Sekunden. Kann man mal machen, ne? Wir schauen mal direkt nach neuen Aufträgen. London waren wir. London waren wir, ne? Genau, da waren ja nur noch diese High-End-Dinger. Hier, guck mal, easy. Das kriegen wir doch locker hin. Schicken wir den mal eben hin. Alles ist gut. Mission starten. Passt schon. So, kurz weggehen. Weiß nicht, ob ich eben kurz warten soll. Ich guck mal ganz kurz. Sind jetzt alle unterwegs, ne? 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 20 Sekunden. Also die Aufträge gehen echt schnell. Wieso blinkt das von den Templern? Ist das hier da direkt in der Nähe? Ne. Templerversteck. Ich würde mich ja liebend gerne jetzt eigentlich darum kümmern, dass wir erstmal ein paar Assassinen bekommen. Und so weiter und so fort. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz auf die Karte. Ich will mal ganz kurz was gucken. Borgia, ein Fluss. Die haben ja noch viel Einfluss hier. Wir haben ja noch nicht ganz so viel frei. Stufe 3. Stufe 3. Stufe 5. Hoho. Alles klar, das hier müsste beides auf Stufe 4 sein, genau. Das hier auch, glaube ich, auf Stufe, ja, Stufe 3, Stufe 4 und das war das letzte mit Stufe 2. Alles klar. War jetzt gerade nur für mich nochmal so zum Durchgehen im Kopf. Bewirkt ja am Ende sowieso nichts. So, einmal kurz mal warten. Oh, eine Fahne.
So, der Auftrag war auch erfolgreich. Sehr schön. Wir warten trotzdem noch mal ganz kurz. Ich kann ja mal ganz kurz hier hochgehen. Einfach mal so aus Spaß mal kurz gucken ein bisschen. Auch eine große Kuppel hier. Ja, so, dann gehen wir mal ganz kurz runter, denn der nächste Auftrag sollte jetzt gleich auch fertig sein. Kann der uns von da sehen? Nö. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich weiß, es ist gerade so ein bisschen Ruhe. Ist mal so eine chillige Folge heute mal, weil ich mache jetzt mal nur eine. Da können wir ein bisschen Kleinzeugs erledigen. Hinter uns ist ein Dieb. Oh, ein Dieb. Nein! Schnell. Haha! Geld ist Geld. Kommt jetzt zu uns? Wow. Wow, 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 was war das? Haben wir eigentlich auch hier die Information Assassine? Nee, ne? Nein. Gehen wir mal hin. Weil die Minute sollte jetzt rum sein. Also der eine ist ja schon wieder da. Ob der andere Auftrag auch abgeschlossen ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, eins von zwei ist klar. Ein Priester eliminieren. Er wurde erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Fälschliche Aufzeichnung überbringen, wurde erfolgreich abgeschlossen. So, Assassinen haben wir jetzt wieder zwei Leute da. Ah, sie haben wir schon weggeschickt. Ah, okay. Sie ist ja auch gleich schon wieder da. Alles klar. Also die sind jetzt Stufe 2 noch, ne? Genau. Ja, dann schauen wir mal nach und nach Aufträgen für die beiden. Wie sieht's hier aus? Stufe 3 haben wir hier. Wir machen erstmal die ganz kleinen weg. Das könnten wir beispielsweise machen. An einem Bankett teilnehmen. Haben die vielleicht ein bisschen was zum Ausruhen? Köln. Was haben wir denn in Köln? 2-1. Oh, perfekt, dann machen wir das doch mal. Zack. Einmal. Mission starten. Und einmal das hier machen wir direkt hinterher. Status ist offen. Zack. Starten. Weiter geht's. Zurück, zurück und zurück. So, wir schauen mal ganz kurz nach, weil das mit dem Bankett. Ich weiß schon, wer das gleich übernimmt. So, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen hier unten auf den Straßen entlang, um zu gucken, ob ich hier eventuell irgendwelche Aufträge finde. Ah, warte mal. Lass uns mal den aufmachen. Auftrag. Seit Madonna Solaris tot, glaubt ihr Bruder Santino, wir gehörten nun ihm. Er kämpft um die Gunst der Borgia und muss sich als Führer der Kurtisanen beweisen. Demütigt ihn in der Öffentlichkeit und die Borgia wenden sich von ihm ab. Dann hören wir nie wieder von ihm. Santino in der Öffentlichkeit fertig machen und demütigen. Ja, Besitzansprüche machen wir auf jeden Fall. Volle Synchronisation, Santino aufhalten, bevor er die Kurtisanen verprügelt. Okay. Checkpoint erreicht. Alles klar, dann machen wir mal hier Gas. Einmal mal richtig sprinten, richtig fetzen hier. Ich weiß nicht, dürfen wir den töten? Jo, Alter. Ohne Scheiß, wie sollten wir das denn bitte schaffen, ohne dass er sie verprügelt? Wir waren so schnell wie möglich da und er war schon dabei, sie zu verprügeln. Wie soll das denn funktionieren? Gut, man könnte es machen mit dem Pferd. Oder falsche. Geh da raus! So.
So, jetzt erstmal hier sprinten. Wir haben ja zwei verschiedene Arten zu rennen. So. So, komm her, du Arschgeige. Ja, komm. Einmal beklauen. Warte mal. Ja, Körper aufheben, da geht doch, so. Ach ja. Dann, oh, Wachen. Alter, ich war kurz davor, du. Ey, du Scheißkerl, Alter. Ich hab nichts mit euch am Hut. Hä, was? Ich kann ihn nicht aufheben. Alter. Komm her, komm her, komm her. Schnauze, Schnauze. Ich prügel euch im Arsch, Alter. Ich prügel euch kaputt. Ich mach gleich die Mission einfach nochmal. Komm. Komm, Arschgeige hier, Arschgeige. Komm, zack. Ich muss anonym werden. Ach komm. Dann töte mich, komm. Komm, töte mich, komm, töte mich, komm, töte mich, komm, töte mich, komm, töte mich. Ich lebe immer noch, Digga. Komm, hopp, 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 hopp. Geht doch. Alter, wie ich einfach nicht sterben will. Wie ich einfach fucking nicht sterben will. Jetzt will ich erst recht sterben. Wir wissen, wie lange ich brauche. Komm, komm, komm. Komm, ja komm, ja komm, ja komm, ja komm. Geht doch. Alter, ernsthaft. WTF. Sterb ich nicht? Kann ich nicht sterben? Oder was ist hier los? Ey, warte mal, ich will das jetzt wissen. Alter, ich, ich kann nicht sterben. WTF? Okay, uno momento. Erinnerung neu starten. Ich weiß ja, aber noch Erinnerung, das ist ja. Ja, das ist eine Erinnerung. Ich klicke einfach mal an, komm. Oder habe ich jetzt Bullshit gebaut? Das weiß ich jetzt nicht. So, nee, habe ich nicht. So, alles klar. Erstmal hier. Na komm. Wir werden es sowieso nicht hinbekommen, bevor er die schlägt. Also von daher scheißegal. Na komm, komm. Ich darf ja mal, ne? Komm mal mit. Muss jetzt so gucken, da. Ah, da oben ist einer, okay. Ja, geht mal kurz aus dem Weg, Digga. Ich hab hier ein paar Leute. Oh ja, ja, da kommen die schon wieder. Ach komm, Digga! Warte mal, das machen wir mal ganz schnell, mal eben, komm mal her. Arschgeige, komm her. So. Ich darf ja mal, ne? Dieser Mann ist ein wertloser Lügner. Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. Dankeschön. Oh, sogar 100%, lol.
Ja gut, diesmal habe ich ihn nicht gesehen, wie er geschlagen hat. Ich habe einen Pfosten im Weg gehabt. Alles klar, dann würde ich sagen, bin ich ganz schnell weg. Lol, wie laufe ich denn mit der Hand? Ah, das sieht schon besser aus. So, wir brauchen einen Taubenschlag, meine Lieben. Wo ist denn der nächste? Ich will mal gucken, ohne dass ich jetzt irgendwie auf die Karte schaue. Ja, wie gesagt, das wird jetzt erstmal eine chillige Folge werden. Da brauche ich jetzt irgendwie nicht groß auf irgendwas jetzt zu gucken, sondern möchte ich einfach mal so ein bisschen schauen, ob ich da vielleicht sowas finde. Weil das ist ja immer was, das habe ich glaube ich schon mal angesprochen. Dass man sich viel zu viel auf die Karten verlässt, auch auf die Minimap beispielsweise. Man schaut halt nur auf die Minimap, anstatt mal in die Welt zu schauen und sich die Welt anzugucken. Dadurch verpasst man halt viele Orte, viele Gegenden und man lernt die Welt auch nicht kennen. Man lernt die Karte kennen, aber nicht die Welt. Das weiß ich, merke ich nämlich jetzt schon wieder, weil ich gerade keine Ahnung habe, wo ich bin. Aber ich war hier schon mal. Oh, hier ist der Hauptauftrag. Hoppala. Das will ich gerade nicht machen. Ich möchte eigentlich gerade ein bisschen was anderes machen. Ey, ist hier kein Taubenschlag? Jetzt mal ehrlich, Leute. Hier müsste doch ein Taubenschlag sein. Kann nicht sein, dass hier kein Taubenschlag ist. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, oh, Diebe, wow. Alles klar. Na, komm her. Nächster. Die haben mich zuerst angegriffen. Na, kommt. Passiv oder aktiv? Passiv, alles. Alles klar. Er wollte, also sind wir aktiv von seiner Seite aus. Er wollte mich angreifen. Warte, wenn die schon hier liegen. La 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 la. 217? Was ist los mit denen? Alter, was zum... Die sind ja reich. Die sind ja fucking reich. Was? Was zum... Wieso haben die so viel Geld? Okay, ich muss mal ganz kurz auf die Karte sehen. Ich sehe nämlich gerade auf die Uhr. So, ich möchte einen Taubenschlag finden. Der nächste Taubenschlag ist... Fuck, wo ist... Ist der nächste Taubenschlag. Da. Das markieren wir uns dann mal. Sind wir sogar einigermaßen richtig unterwegs. Schauen wir mal, ob ich das auch schön schnell hinbekomme. Denn einmal schnell dahin zur Bank. Ja, sorry. Tut mir leid, ich muss mich beeilen. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt, meine Lieben. So. Denn ich habe mir heute mal wieder viel zu viel Zeit gelassen hiermit. In den letzten Tagen bin ich so ein bisschen in Gedanken versunken. Kann ich das Geschäft hier eröffnen? Nein, ich sehe gerade, unten ist ein Schloss noch vor. Wenn ich mal auf die Karte gucken könnte. Tja, wir haben sie ja noch. Ja, ich hätte schon da vorne abbiegen können, obwohl auch nicht eventuell. Nee, weil ich möchte jetzt mal ganz kurz zum Taubenschlag hin. Von dort aus mal eben zur Bank. Schnauze. Und von dort aus... Ich wollte unten näher gehen. Dankeschön. Und von dort aus möchte ich dann mal eben ganz schnell zum Kolosseum. Dann kaufen wir uns das nämlich mal eben fix. Dann haben wir nämlich das Geld dafür. Denn in der Bank sollte ein bisschen was sein. Ja, komm, kletter mal hoch. In der Bank sollte was sein. Bevor der hier gleich rummeckert. Bevor er gleich komplett rummeckert, plündern wir den gleich auch mit aus. So. Wow. Da ist er. Da ist das gewünschte Objekt. Zu meinen Gunsten.
Denn unsere Leute sind ja wieder da. Wir haben jetzt halt verbraucht. Geschindet. Mission erfolgreich, eine adligen Verteidigung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ein Auftrag. Ein Aufruhr an Zetteln wurde erfolgreich abgeschlossen. Wertsachen stehlen wurde erfolgreich abgeschlossen. Rinaldo Rocca ist jetzt auf Stufe 3 Assistente. Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 43 EP. Ein adligen Festhalten wurde erfolgreich abgeschlossen. Vittorio Vitelli ist jetzt auf Stufe 3 Assistente. Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 45 EP. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Oh, hier fehlen ja nicht mehr viele. Das erfreut mich. Auch hier einmal Rüstung. Und auch da einmal die Rüstung. Wir haben jetzt drei Leute auf Stufe 3. Wieso ist sie? Sie haben wir zuerst als erstes dazu bekommen, nicht da. Schön. Gut, dann würde ich sagen, mal eben schnell die Aufträge verteilen. Ich hatte, glaube ich, in Lissabon an einem Bankett teilnehmen. Beziehungsweise, warte, ich habe hier mal Stufe 3. Stufe 3, kriegt das ein Stufe 3 Mitglied hin? Nein. Aber bräuchten wir also jetzt zwei Stück von denen. Der 71 EP. Krass. Nehmen wir mal ihn. Und nehmen wir mal ihn. Müssen starten. Ja. An einem Bankett teilnehmen, das kriegen wir mit einer Person hin. Und das darf sie alleine machen. Da es ein Bankett ist, sie hat sich ein Bankett mal redlich verdient. Natürlich. So, wir haben dann natürlich nur noch eine Person da. Das muss einfach mal eben kommen. Diesen Auftrag mal eben schnell. Erfolgsaussichten müssen einfach 100% sein, dann ist alles gut. So, alle Personen sind weg. Wir haben ein bisschen Geld kassiert, können mal eben schnell zur Bank. Dann überziehen wir die Folge nämlich ein Stückchen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Bank war im Norden, wo? Jetzt muss ich mal gerade selber nachgucken. Einfach nördlich. Alles klar. Oh, lol. Ja, wir sind hier vor. Wir sind vorhin hier entlang gelaufen. Ich muss mal kurz hier durch. Ach du Scheiße, jetzt macht er schon Propaganda für die Maschinen. Ach du Kacke, die müssen wir auch noch kaputt machen, alle. Wir haben jetzt eine kaputt. So. Hallöchen, werter Herr. Investitionen können wir derzeit nicht. Oh, wir haben ganz schön viel investiert. Huh. Okay. Geld abheben. Wir haben kein Geld hier auf der Bank. Willst du mich verarschen? Wieso haben wir kein Geld auf der Bank? Sollte aber langsam sein, ne? Okay, dann auf zum großen Bauwerk, denn das holen wir uns jetzt auf jeden Fall. Wir haben hier auf jeden Fall da. Das ist ein Tunneleingang. Da gehen wir eben. Ja, der ist schnell erreichbar. Der ist recht schnell erreichbar. Der andere ist auch nicht schlecht, aber der hier geht ein bisschen schneller. Weil hier kann man theoretisch sagen, einfach nur die Straße runter. Straße runter, einmal kurz hier einbiegen und da ist er schon. So, mal eben ganz schnell. Wir müssen mal ganz kurz Kolosseum. Da wollen wir hin. Jawohl. Gast geben. Wir haben ja gerne. Ich habe schon ein bisschen überzogen. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich will nicht ganz so überziehen. Ich bin derzeit auch generell in Gedanken versunken. Deswegen kommen die Aufnahmen auch bei mir immer recht spät. Also online im Normalfall eigentlich. Wow. Eigentlich nicht, aber. Jetzt ist Geld auf der Bank, weißt du? Jetzt ist Geld auf der Bank. Online jetzt eigentlich nicht, aber vom Aufnehmen her ist es halt immer für mich relativ spät. Oder da ist. Warte. Da. Haben wir kurz abnehmen. Minus 25%. Sehr schön. Und da ist das Gebäude. Da können wir es kaufen. Und das machen wir mal eben, meine Lieben. Darauf habe ich gespart, da ich dieses Gebäude einfach
Bombe finde. Lol, das ist so günstig. Wieso, was habe ich denn im Kopf gehabt? Wieso habe ich denn 47.000 im Kopf gehabt? Oder ist es günstiger geworden? Naja, wir kaufen es erstmal. Darf ich vorstellen? Das Kolosseum gehört jetzt uns. Roms Einkommen ist auf 4.260 gestiegen. War, glaube ich, 4.260, ne? Ja, wir haben ein Kolosseum erworben, meine Lieben. Ah, aber ich weiß, hat jeder. Ne? Wem gehört kein Kolosseum? Gut. Und das hier ist mein kleines Podest davor. Hier kommt eine Statue von mir drauf. Ja, so, schön mittig, schön mittig, schön mittig, schön mittig. So, von diesem Podest aus verabschiede ich mich für diese Folge. Macht es gut, bis zu einer weiteren Aufnahme und ciao.